Stell dir vor, die Influencer, die du auf deiner TikTok For You-Page, deinem Instagram-Feed, deiner YouTube-Startseite siehst, leben nicht die beste Version ihres Lebens, sondern einen Albtraum dessen. Stell dir vor, sie wären Teil eines religiösen Kultes, der jeden ihrer einzelnen Schritte überwacht. Stell dir vor, sie hätten eine Millionen Reichweite, würden Hunderttausende von Dollar verdienen und sehen am Ende keinen einzigen Cent davon. Und jetzt stell dir vor, dass das keine Verschwörungstheorie ist, sondern bittere Realität. Wie konnte ich mich nur in sowas reinziehen lassen? Ich will nicht Teil einer Sekte gewesen sein. Er war der Mann Gottes. Heute hat meine Schwester Geburtstag. Wir dürfen sie nicht kontaktieren. Aktuell wird ja sehr viel von der TikTok-Tanzsekte gesprochen. Und Grund dafür ist die Netflix-Doku Tanzen für den Teufel, in dem es um das Content-Creator-Management 7M Films geht. Dieses Management soll gezielt Dance-Creator abgreifen und in die religiöse Gruppierung Shekinah Church ziehen. Denn, und das ist Fakt, der CEO der Firma von 7M Films, Robert Chin, ist gleichzeitig auch der Anführer der Gruppierung Shekinah Church. In der Doku verfolgt man hauptsächlich die Story von zwei Geschwisterpaaren. Zuallererst lernen wir Miranda und Melanie Wilking kennen. Yo, 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 what's Gucci fam? Yo, we're the Wilking Sisters! Zwei Schwestern, die vom Alter her nicht weit entfernt sind und ihr Leben lang quasi als Zwillinge verbracht haben. Ihr gemeinsamer Traum ist es, professioneller Tänzer zu werden. Und durch Social Media erfüllen sie sich diesen Traum auch sehr schnell. Bis Miranda irgendwann Teil von 7M wird und dann plötzlich den Kontakt zu ihrer Familie abbricht. Das zweite Geschwisterpaar besteht ebenfalls aus zwei Frauen, Melanie und Priscilla. Diese sind nicht Teil von 7M, sondern von der Shekinah Church selber. Schon Ende der 90er werden sie Teil der Sekte, leben unter Robert Chin als ihren spirituellen Führer, gemeinsam mit anderen Sektenmitgliedern, bis sich letztendlich Melanie dazu entschließt, zu fliehen. Als sie ihre Schwester Priscilla fragt, ob diese mitkommen will, verneint sie. Es dauert 8 Jahre und mutmaßlich viel Missbrauch, bis diese sich letztendlich auch dazu entscheidet, den Kult zu verlassen. Ihre Schwester sieht sie insgesamt erst nach 10 Jahren wieder. Auch weitere Aussteiger, sowohl aus dem 7M-Management als auch aus der Shekinah Church selber, kommen in der Doku zu Wort und erzählen dort ihre Geschichte. Letztendlich drehen sich die Vorwürfe um psychischen und physischen Missbrauch, Gehirnwäsche, Manipulation, Kontrolle von Essen, Finanzen und persönlichen Beziehungen, aber auch um sexualisierte Gewalt. Sollten irgendwelche dieser Themen dich triggern, dann überlege dir bitte zweimal, ob dieses Video das Richtige für dich ist. Und natürlich sind wie immer Hilfestellen unten in der Beschreibung verlinkt. Als erstes sollten wir uns die Geschichte der Wilking-Familie anschauen. Miranda und Melanie Wilking wollten schon immer Tänzerin werden. Sie kommen aus keiner einkommensstarken Familie, doch ihre Eltern tun alles, um die Talente und Wünsche ihrer Töchter zu fördern. So kriegen sie im Haus ein Zimmer als ihr eigenes Tanzstudio mit einem Spiegel als Wand, in dem sie sich beim Tanzen beobachten können. Auch die Großeltern sind sehr involviert im Familienleben. Die Wilking-Schwestern wachsen behütet und sehr geliebt auf. Die Familie steht sich nah, näher als es bei anderen Familien herkömmlich der Fall ist. Als Miranda ihren Highschool-Abschluss erworben hat, weiß sie, es gibt nur einen Weg, um ihren Traum als Tänzerin erfüllen zu können. Sie muss das gehütete Familiennest verlassen und nach LA ziehen. Die Stadt der Träume und der Künstler. Für die Familie keine einfache Entscheidung, doch trotz der 5000 Kilometer, die die Eltern nun von ihrer Tochter trennen, haben sie täglich Kontakt. Teilweise telefonieren sie sogar mehrmals am Tag. Denn Miranda lebt ihren großen Traum und dementsprechend gibt es auch viel zu berichten. 2017, ein Jahr nach dem Umzug ihrer Schwester, entscheidet Melanie, sich hinterherzuziehen. Melanie und Miranda ziehen zusammen und vermarkten sich seitdem her als Tänzer-Duo. Das Traumleben, das sie immer haben wollten. Gemeinsam starten sie einen YouTube- und einen TikTok-Kanal. The Wilking Sisters. Wie ihr euch unschwer vorstellen könnt, ist TikTok die perfekte Plattform, um mit Tanzvideos berühmt zu werden. Und das merken auch die Geschwister sehr, sehr schnell, denn sie werden zu einer Marke und verdienen mit ihrem Account wirklich gutes Geld. Im April 2019 lernen die Wilking-Schwestern James kennen, einen weiteren sehr bekannten Tanzinfluencer. Und sie fangen an, gemeinsam mit ihm Videos zu drehen. Irgendwann kommen Miranda und James sich näher und werden letztendlich ein Paar. Während der Pandemie verbringt James sogar 7 Wochen bei der Wilking-Familie und man kann sich gut vorstellen, dass die gesamte Familie sich dort sehr nahe kommt. Insgesamt soll die Beziehung zwischen James und der Familie auch sehr gut gewesen sein. Bis 2021 herum hat sich dann um James eine kleine Gruppe aus Tanzinfluencern gebildet. Gemeinsam drehen sie Videos mit dem Videografen Isaiah Shin. Make-up, Location, Schnitt, das sind normalerweise alles Dinge, um die sich die Influencer selber kümmern müssen. Doch mit Isaiah Shin wird ihnen eine Last von den Schultern gehoben. Dadurch wurden die Tanzvideos hochwertiger, die Effekte immer besser. Mein Vater ist Pastor, erzählt Isaiah irgendwann. Robert Shin, sein Vater, lädt die Influencer
irgendwann zu Abendessen und gemeinsamen Bibelstunden ein. Unter anderem auch Miranda und ihren Freund James. Nachdem Robertson versucht hat, als Filmproduzent in Hollywood durchzustarten und dabei eher semi-erfolgreich war, sieht er nun in den Tanzinfluencern um seinen Sohn herum die Chance, durch ein Management an etwas Ruhm zu gelangen. Um fair zu sein, Robert war aber schon vorher wirklich reich. Und warum das der Fall sein könnte, darauf kommen wir im Laufe des Videos auch noch zu sprechen. Jedenfalls gründet er dann 7M Films, das Management, von dem Miranda und James Teil werden, aber auch andere wirklich berühmte Influencer. Sie alle fangen an, auch regelmäßig bei den Messen der Shekinah Church teilzunehmen. Das ist eine Kirche und ein Managementunternehmen? Das fand ich ziemlich merkwürdig. Und ey, Roberts Ideen für TikTok, die funktionieren wirklich. Er hat ein extrem gutes Gespür dafür, welche Trends und welche Lieder die Influencer zum Erfolg führen. Und mit dem Management ziehen sie dadurch viele Werbedeals an Land. Natürlich verdient Robert an den Einnahmen seiner Klienten mit. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Es schien, als nähme er sich 20% der Einnahmen. Keine ungewöhnliche Bezahlung für ein Management. Später erzählen Aussteiger aber, dass sie von ihren Einnahmen so gut wie keinen Cent gesehen haben sollen. Bloß ein mageres Taschengeld von 200 Euro im Monat. In Mirandas und Melanies Leben spielte Religion zuvor nie eine große Rolle. 2020, noch vor der Gründung von 7M Films jedoch, war Miranda aber schon Feuer und Flamme für den Glauben, den Robertson propagiert. Irgendwann wird Melanie mit zu einem Abendessen eingeladen. Du bist eine Sünderin. Würdest du jetzt sterben, kämst du direkt in die Hölle. Aber wir helfen dir. Die Tänzer sitzen im Kreis, halten sich an den Händen. In der Mitte sitzt Robertson und legt eine Hand auf die Stirn von Melanie. Und der Kreis der Tänzer fängt an, in einer Sprache zu sprechen, die sie nicht versteht. Jetzt bist du gerettet. Das findet sie zwar sehr, sehr seltsam, denkt sich aber noch nichts dabei. Ein anderes Mal ist Melanie beschäftigt, weil sie eine Freundin zum Flughafen bringen will. Dann kriegt sie einen sehr aufgeregten Anruf von Robertsons Tochter. Sie muss unbedingt zur Messe heute Abend kommen. Aber Melanie entscheidet sich dagegen. Sie sieht es nicht ein, gezwungen zu werden. Und sie bemerkt die Red Flags dieser religiösen Gruppierung. Aber daraufhin wird sie nie wieder zu einer Messe eingeladen. Und das war's für sie dann auch. Denn das ist der einzige Weg gewesen, um zu diesem Zeitpunkt noch in diese Kirche hineinzukommen. Während Melanie sich weigert, Teil von Shekinah Church zu werden, gerät Miranda immer tiefer in diesen Sumpf hinein. Sie ist nur noch selten in der gemeinsamen Wohnung, meldet sich kaum noch bei ihren Eltern und die meiste Zeit verbringt sie mit anderen gläubigen Tänzern bei Robert. Ihre Eltern merken auch, wie Miranda augenscheinlich immer ärmer wird. Bankauszüge, die sie erhalten, zeigen, dass auf dem Konto der Tochter unglaubliche Summen immer wieder abgebucht werden. Zur selben Zeit, in der sich Miranda immer weiter von ihrer Familie distanziert, stirbt auch ihr Großvater, der wie ein zweiter Vater für die beiden Geschwister war. Im Januar 2021 soll dann die Beerdigung stattfinden. Miranda will aber nicht kommen. Ihre Familie impliziert, weil die Shekinah Church es ihr verbietet. Miranda behauptet jedoch im Nachhinein, dass ihre Familie sie zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach diskriminiert hatte wegen ihrer Religion und sie sich deshalb auf der Beerdigung unwohl gefühlt hätte. Letztendlich fliegt Melanie also ohne Miranda nach Hause zu ihren Eltern und letztendlich auch zur Beerdigung. Während der Zeit der Beerdigung versucht die Familie immer wieder Miranda zu kontaktieren. Es ist schließlich eine sehr brisante Zeit. Doch es folgt keine Reaktion. Auch nicht, als sie Miranda versuchen, über ihren Freund James zu kontaktieren. Irgendwann machen sich die Eltern und Melanie so große Sorgen, dass sie zurück nach L.A. fliegen, um sich nach Miranda zu erkundigen. Wir flogen nach Kalifornien. Trafen Miranda in der Wohnung an und wollten mit ihr reden. Aber sie wollte sofort weg und sagte nur, ich muss jetzt los. Sie meinte, vielleicht kann ich ja doch kommen. Und wir, wen musst du da fragen? Sie sagte, jemand, der Gott näher steht als ihr. Da wurde mir bewusst, dass wir sie verloren hatten. Das sagte ich am Telefon so auch zu Melanie und sie meinte nur, wenn ihr sie gehen lasst, kommt sie nicht wieder. Und das war tatsächlich das letzte Mal, dass die Familie Miranda für eine sehr lange Zeit sehen sollte. Kompletter Kontaktabbruch, spärliche Antworten, wenn überhaupt. Die ganze Familie wird auf Social Media blockiert. Immer wieder versucht die Familie, sie zu kontaktieren, doch ohne Erfolg. Wenn sie an Mirandas Haustür klopfen, wird einfach nicht reagiert. Dass Miranda geheiratet hat und mittlerweile mit Nachnamen Derek heißt, das erfährt die Familie bloß über Social Media im Nachhinein. Ein Jahr lang versucht die Wilking-Familie, Kontakt mit Miranda aufzubauen. Ein Jahr, in dem sie vermuten, ihre Tochter ist Teil von einer religiösen Sekte und dass sie dort nicht mehr herauskommt. Ein Jahr. Und dann gehen sie live auf Instagram. Wo soll ich nur anfangen? Heute hat meine Schwester Geburtstag. Wir dürfen sie nicht kontaktieren. Wir wurden überall blockiert. Wir haben zwei Töchter, nicht nur eine. Sie tanzt an der Seite vieler anderer. Und irgendjemand kontrolliert ihr Leben.
Während Melanie ja ebenfalls Influencerin ist und ein Jahr dazu geschwiegen hatte, warum sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Schwester hat und sie nicht mehr auf dem gemeinsamen Account aktiv sind, kommt in diesem Livestream alles raus. Die Familie äußert Vorwürfe rund um 7M, dass das Management Teil einer Sekte sei und gezielt junge Creator in die religiöse Gruppierung ziehen solle, dass die Influencer dort manipuliert und ausgenommen werden und dass Miranda ebenfalls Opfer des Kultes geworden ist. Kurz darauf nehmen etliche Medien die Schlagzeilen auf. Die TikTok-Sekte. Junge Menschen werden Gehirn gewaschen. Das Video der Wilkings erschüttert jedoch nicht bloß die sozialen Medien, sondern auch die Shekinah Church selber. Durch die Rumore trauen Mitglieder, sich untereinander endlich einmal auszutauschen. Viele haben seltsame Dinge erlebt, es aber nie angesprochen, aus Angst, irgendwie bestraft zu werden. Und daraufhin wenden sich tatsächlich viele Mitglieder von der Sekte ab. Ungefähr die Hälfte der Tänzer des 7M-Managements verlässt den Kult. Die andere Hälfte soll geblieben sein. Selbst die Tochter von Robert Shin soll sich nach diesem Live von ihm distanziert haben. Und nach dem Livestream wurde Netflix auf die Geschichte der Wilkings aufmerksam und fragte sie, ob sie daraus eine Dokumentation machen wollen. Die Familie stimmte zu, auf die Gefahr hin, dass Miranda sich danach komplett von ihnen distanzieren würde. Aber mit der Idee, andere Menschen vor Robert Shin zu warnen. Falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde sich Wolfgang natürlich über ein Like und ein Abo freuen, damit sie am Ende des Videos wieder ein Leckerli bekommt. Um die Vorwürfe rund um die Shekinah Church zu verstehen, müssen wir uns einmal anschauen, wie Aussteiger die Strukturen in dieser beschreiben. Denn 7M Films scheint sehr schwer zu trennen zu sein von der Sekte Shekinah Church. Schaut man sich an, was Aussteiger sowohl über das Management als auch über die Sekte sagen, könnte man sehr starke Überschneidungen vermuten. Viele Mitglieder des Managements sind oder waren auch Teil der Sekte. Ob es Mitglieder des Managements gibt, die nicht Teil der Sekte sind, das kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Die Sekte soll auf mehrere Arten und Weisen Macht ausüben auf ihre Mitglieder. Unter anderem soll finanzielle Kontrolle ausgeübt werden. Es würde bestimmt werden, mit wem man zusammenwohnt. In der Doku werden auch körperliche Angriffe erwähnt. Auch sexueller Missbrauch. Laut Aussagen in der Doku wurden die Mitglieder von 7M und Shekinah Church gemeinsam mit anderen Mitgliedern in Häusern und Zimmern, die von Robert Shin vermietet werden. Dort sollen sie horrende Preise als Miete zahlen. Das Geld, das die Mitglieder verdienen, soll zum größten Teil in Roberts Taschen wandern. Zu einem natürlich aufgrund der hohen Miete, zum anderen aber auch, weil sie ihren Zehnten an die Kirche zahlen sollen. Das bedeutet einmal 10% an den Pastor, also Robert Shin, und dann weitere 10% als Spende an die Kirche, also auch an Robert Shin. Dazu kommt, dass bei 7M das Management, also Robert Shin, ebenfalls 20% der Einnahmen bekommt, was erstmal laut der Doku eine normale Quote sein soll, die sich das Management von den Einnahmen nimmt als Bezahlung. Aber at that point sind wir ja bei 40% alleine durch diese 2/10 Teile und halt die Einnahmen durch das Management, plus die Miete, die on top nochmal raufkommt, die ja extrem hoch sein soll. Aber mehr noch, selbst das Einkommen, das die Sektenmitglieder dann behalten dürfen, kommt auf ein Konto, auf das sie keinen Zugriff haben sollen, Robert Shin aber schon. Wenn sie etwas kaufen wollen, erzählen Aussteiger, müssen sie Robert vorher um Erlaubnis bitten. Langsam kann man sich also vorstellen, warum er so reich sein soll. Eine Webseite schätzt sein Vermögen auf 15 Millionen Dollar und die Einnahmen von 7M auf 10 Millionen. Noch perfider wird es, wenn man der Aussage Glauben schenkt, dass die Sektenmitglieder gleichzeitig auch in seinen Firmen arbeiten. Das heißt, er zahlt denen dann einen Lohn aus, den er letztendlich nach den Vorwürfen ja selber einbehält. Also die Leute arbeiten in seiner Firma, erwirtschaften für ihn Profit und bekommen laut den Aussagen davon 200 Dollar Taschengeld im Monat. Und das ist Fakt, das muss man auch wissen. Vor 7M schon hat er nämlich viele Firmen gegründet, unter anderem ein Café, 2 Blumenläden, 2 Hypothekeninstitute und 2 Immobilienfirmen. Und auch dort haben nachweislich Mitglieder der Sekte gearbeitet. Also wahrscheinlich einfach das ganze Reichtum aufgebaut auf dem Nacken seiner Sektenmitglieder. Hinzu kommt, dass Robert das Leben all der Sektenmitglieder kontrollieren soll. Abgesehen davon, dass alle Mitglieder in Robert Shins Immobilien wohnen, sind sie auch dort selten alleine. Also sie müssen mit anderen Mitgliedern im gleichen Zimmer oder im gleichen Haus leben. Oftmals wird auch neu zusammengewürfelt, sodass die Kombinationen immer abwechselnd sind. Also man baut auch nie wirklich so lange Bindung mit seinem Mitbewohner irgendwie auf. Hinzu kommt, dass man laut Berichten quasi nie unbeobachtet ist. Die Rangordnung in der Kirche soll so sein. Natürlich ist Robert ganz oben. Er nennt sich wohl selber der Mann Gottes. Unter ihm stehen die sogenannten Mentoren. Jedes Mitglied ist einem Mentor zugeordnet, bei dem man regelmäßig Bericht erstatten soll, was gerade so abgeht und was man so vorhat am Tag. Enge
Gedanken sollen dadurch quasi kaum möglich sein. Verhält man sich der Gruppe irgendwie gegenüber seltsam oder illoyal, wird dies direkt von anderen Leuten, sowohl von den Mentoren als auch von anderen Mitgliedern, an Robertchen weitergeleitet. Zusätzlich soll man erzählt bekommen, dass wenn man sich nicht so verhält, wie Robert es möchte, dass man in die Hölle kommt. Unter anderem soll es auch sexuellen Übergriffen gekommen sein. In der Doku wird viel über Massagen gesprochen, die Robert Shin eingefordert hat von weiblichen Gruppenmitgliedern. Eine Aussteigerin beschreibt aber auch ungeschönigt, dass sie vergewaltigt worden sein soll. Robert habe mit ihr gemacht, was auch immer er wolle, wann auch immer er es wolle. Und zuvor soll in einer Messe der Shekinah Church vor Jahren mehrere Frauen sich dazu geäußert haben, dass Robert Shin sie sexuell genötigt habe. Einige weitere Frauen glaubten den Aussagen, allen voran die Schwester von Robert Shin, die daraufhin sich von der Sekte abspalteten. Hinzu kommt, dass Sektenmitglieder sehr viel mit anderen Sektenmitgliedern zu tun haben, distanzieren sich die Sektenmitglieder auch offensichtlich stark von alten sozialen Umfeldern. So wie man das halt bei Miranda zum Beispiel sehr gut beobachten konnte und auch bei anderen Aussteigern, die das berichten in der Netflix-Doku. Das führt natürlich unweigerlich zu weiteren Isolationen. Das ganze Selbstbild sowie alle Einflüsse stammen quasi nur noch durch die Sekte. Warum man alte Freunde und Familie ausgrenzt, scheint scheinbar an einem ganz bestimmten Konzept zu liegen, das Robert propagieren soll. Gegenüber sich selbst und seiner Familie zu sterben. Gegenüber sich selbst sterben bedeutet, was auch immer du willst oder brauchst, stirb diesem Gegenüber. Denn immer wenn du gegenüber etwas stirbst, steht dieses zum neuen Leben auf. In der Doku wird beschrieben, dass wenn man gegenüber etwas stirbt, dieses neu aufersteht und lebendiger zurückkommt. Stirbt man gegenüber seiner Familie, bedeutet das also, dass man sich von seiner Familie distanzieren muss, damit diese eine Chance hat, auch mit in den Himmel zu kommen, obwohl sie nicht Robert Shins Glauben folgen. Eine der Hauptdinge, die wir gelernt haben, dass du gegenüber deiner Familie sterben musst, um sie zu retten. Mit retten meine ich, dass sie in den Himmel kommen. Selbst wenn sie nicht immer zur Kirche gehen. Stirbst du ihnen gegenüber, folgst du Gottes Weg und deine Familie kommt mit dir ins Paradies. Hinzu kommt, wird einem wohl auch erzählt, dass man ja auch zuerst an sich selber arbeiten muss, bevor man dann letztendlich seine Familie quasi mit in die Sekte reinziehen kann. Kapsel dich von deiner Familie ab, denn du musst an dir arbeiten. Das Ziel ist nicht, deine Familie nie wieder zu sehen, sondern wieder Kontakt aufzunehmen, um sie dazu zu bringen, Gott zu folgen, wie du es tust. Und genau dieses Konzept soll dazu geführt haben, laut Aussteigern, dass sie sich eben von ihrer Familie distanziert haben. Und an diesem Punkt sollten wir wahrscheinlich darüber sprechen, was überhaupt eine Sekte ist, an welchen Punkten man sie erkennt und ob man diese Punkte in der Shekinah Church wiedergespiegelt sieht. Im Grunde beschreibt das Wort Sekte nichts weiteres als eine religiöse, politische oder spirituelle Gruppierung. Aber schon seit langer Zeit wird dieser Begriff nicht mehr wertneutral genutzt, wie es eigentlich mal war, sondern negativ konnotiert. Am Ende meint man damit eine Gruppierung, die ein großes Konfliktpotenzial birgt. Im Folgenden habe ich einmal Merkmale einer Sekte herausgesucht, damit wir die einmal durchgehen können und dann damit abgleichen können, ob das in der Shekinah Church vielleicht irgendwie vorkommt. Erstens, Anspruch auf Exklusivität. Ein extremes Exklusivitätsdenken spricht dafür, dass eine Glaubensgemeinschaft sektierische Tendenzen hat. Damit verbunden sei häufig auch die Tatsache, dass nur bestimmte Gurus, Meister oder Leistungsgremien Zugriff auf die ganze Wahrheit haben. Und das sieht man bei der Shekinah Church auf jeden Fall. Denn einerseits ist es mittlerweile extrem schwer, in diese Gruppierung reinzukommen. Also es ist sehr exklusiv. Man muss eingeladen werden. Und zweitens sieht man ja auch ganz klar, dass Robert Shin der Einzige an dieser Stelle ist, der quasi die ganze Wahrheit pachtet. Der steht ganz oben, er kontrolliert alles. Zweitens, Sozialstruktur. In Sekten gängig ist laut dem Sektenbeauftragten auch eine Sozialkontrolle bis hin zur Bewusstseinskontrolle. Das heißt, das Denken und Fühlen wird stark von der Gruppe vorgegeben. Und auch das sieht man bei dem Aufbau der Sekte, die wir vorher besprochen haben, wo eben Robert Shin ganz oben steht und ganz bewusst Mentoren eingesetzt werden sollen, die quasi jeden der Schritte von allen Leuten überwacht. Drittens, Kritikresistenz. Wie kritikfähig ist eine Gemeinschaft? Dürfen Zweifel geäußert werden? Auch die Antworten auf diese Frage können Aufschluss darüber geben, ob es sich bei einer Gemeinschaft um eine Sekte handelt. Laut der Doku ist es quasi nicht möglich, Zweifel zu äußern. Wie gesagt, wird das dann alles irgendwie an Robert Shin weitergeleitet und dann sollen Mitglieder auch wirklich Angst davor gehabt haben, dass sie irgendwie bestraft werden. Viertens, Abhängigkeitsverhältnis. Sind einzelne Mitglieder stark von einer Führungsperson, einem Gremium oder Ähnlichem abhängig, ist auch das ein typisches Merkmal. Ich schätze, dazu brauche ich mich nicht äußern. Fünftens, einfaches Weltbild. Gibt es für jedes Problem scheinbar eine einfache Lösung und es muss weder über
überprüft noch selber gedacht werden, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass freies Denken unterbunden wird. Auch hier wieder wird zum Beispiel ja dieses Konzept vorgegeben, von gegenüber sich selbst und anderen Leuten zu sterben, was ja auch so dieses Vorgeben von Denken ist. Sechstens, Mitgliedschaft. Nur wer sich einer Gemeinschaft radikal anschließt, Mitglied wird und langfristig auch Geld in Form von Spenden oder Mitgliedsbeiträgen aufbringt, gehört dazu. Ein klares Zeichen dafür, dass hier Strukturen einer Sekte gegeben sind. Auch das sehe ich als geben an. Siebtens, Abgrenzung von der Gesellschaft. Um Schulterschluss und Gemeinschaft zu demonstrieren, gelten in den meisten Sekten klare Regeln für das Alltagsleben, wie Kleidungsvorschrift, verpflichtende Rituale oder den Umgang mit Andersgläubigen. Kleidervorschrift weiß ich jetzt nicht. Umgang mit anderen soll definitiv vorgegeben sein, also dass sich die Sektenmitglieder eben vom alten Umfeld zum Beispiel distanzieren müssen und auch, dass die Messen halt mit einem sehr großen Zwang verbunden sind. Also es ist zwingend notwendig, dass man daran teilhaben muss. Das soll unter anderem auch der Grund gewesen sein, warum Miranda sich nicht getraut hat, zu dieser Beerdigung zu fahren. Achtens, Kontrolle. Hat das Nichtbeachten von vorgegebenen Regeln Konsequenzen und wird gar überwacht, was die Einzelnen tun oder nicht tun, ist es ein weiteres Warnsignal. Und auch das soll laut Aussteigern definitiv stattfinden. Also wir können jetzt einfach quasi alle Punkte abhaken. Die scheinen alle Teil von der Shekinah Church zu sein und damit ist das für mich einfach so das Stereotyp von einer Sekte eigentlich. Natürlich hat sich das Management 7M Films mittlerweile auch nach den ganzen Vorwürfen der Netflix-Doku zu Wort gemeldet und es ist natürlich auch nur fair, wenn ich das Statement jetzt hier auch mit wiedergebe. Die Netflix-Doku ist eine verleumderische Fiktion, die aus einem gescheiterten Erpressungsversuch hervorgegangen ist und einzig und allein zu dem Zweck erfunden wurde, Ruhm und Reichtum zu erlangen. Vor 2 Jahren starteten Melanie Lee Goldman, Priscilla Lay alias Alicia Priscilla Lay und ihre Mitverschwörer eine konzentrierte Verleumdungskampagne, um Robert Shin, seine Familie und seine Geschäftspartner zu verleumden, nachdem Herr Shin den Erpressungsforderungen von Frau Lee nicht nachgegeben hatte. Hier soll es darum gehen, Priscilla und Melanie Lee, das sind die 2 Schwestern, die Aussteigerinnen, die aus der Shekinah Church halt flohen sind und Priscilla hat halt Vorwürfe von sexuellem Übergriff bis hin zu Vergewaltigung geäußert und hat das Ganze auch zur Anzeige gebracht und dagegen ist Robert Shin halt vorgegangen und sagt, das sind halt nur Diffamierungsversuche von ihr. Trotz eides staatlicher Erklärungen von Mitverschwörern, die den Plan von Frau Goldman und Frau Lee bestätigen, weit verbreitete Lügen zu verbreiten, hat Netflix rücksichtslos eine globale Plattform zur Verfügung gestellt, um mit einer falschen Geschichte hausieren zu gehen, die im Mittelpunkt eines laufenden Rechtsstreits steht. Und eben dieser Diffamierungsprozess, das ist der laufende Rechtsstreit. Wir werden weiterhin alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausschöpfen, um die Verbreitung von anzüglichen Lügen zu stoppen und erwarten, dass wir vor Gericht in vollem Umfang Recht bekommen werden. Das Statement ist halt schwierig, denn in der Doku sind wirklich viele Betroffene zusammengekommen, die ihre Erfahrungen und Berichte geschildert haben. Und es wurden halt auch Ausschnitte aus Roberts Messen gezeigt, also irgendein Insider muss halt geleakt haben, was so in diesen Messen auch passiert. Angeblich soll jede Messe mitgefilmt oder zumindest die Audio mit aufgezeichnet werden und wie gesagt wurden halt Ausschnitte davon in der Netflix-Doku gezeigt und ich sag mal so, das sieht alles nicht gerade positiv für Robert Shin aus. Auch Miranda hat sich mittlerweile zu den Vorwürfen ihrer Schwester geäußert. Hallo zusammen, ich wollte hier nur kurz vorbeischauen und sagen, dass ich den Dokumentarfilm gesehen habe. Zunächst möchte ich sagen, dass ich die Sorge um mein Wohlergehen zu schätzen weiß. Aufgrund eines stattfindenden Rechtsstreits über Verleumdung, in dem ich Mitkläger bin, kann ich mich über spezifische Anschuldigungen reden. Ich möchte jedoch betonen, dass ich Missbrauch in keinster Weise gutheiße. Ich kann für niemanden sprechen, außer mir selbst. Ich liebe meine Mutter, meinen Vater und Melanie und sie werden immer Teil meines Lebens sein. Die Wahrheit ist, dass wir im Moment einfach nicht einer Meinung sind. Ich glaube, dass dieser Dokumentarfilm eine einseitige Geschichte ist. Ich habe Jesus Christus im Jahr 2020 mein Leben übergeben und meine Familie am Anfang um etwas Freiraum gebeten, um meine Gedanken zu sammeln und meinen neuen Weg mit Gott zu verarbeiten. Ich sagte meiner Schwester auch, dass ich unseren Wilking Sisters Social Media Account weiterführen wollte. Sie meldete mich von unserem Konto ab und als ich darum bat, wieder Zugang zu erhalten, lehnte sie meine Bitte ab. Ich hatte also keine andere Wahl, als mein eigenes Konto zu eröffnen und meine eigene Karriere zu verfolgen. Ich habe noch immer keinen Zugang zu unserem Account erhalten. Melanie soll dazu gesagt haben, dass sie Miranda von dem Account abgemeldet hat, weil sie halt nicht wollte, dass Robert Shin auf diesen Account Zugriff hat und damit auch auf die Daten von Melanie. Meine Familie hat den Freiraum, um den ich gebeten habe, nicht respektiert und ich habe eine andere Seite von ihnen gesehen, die ich nie zuvor gesehen habe. Ehrlich gesagt macht es mich wütend, frustriert und ärgerlich, dass sie so anmaßend und chaotisch waren. Ich kann mir sich auch vorstellen, dass für Miranda, die ja wahrscheinlich wirklich mit Leidenschaft Teil von diesem Kult ist und wenn man Teil von so einer Sekte ist, dann ist man ja oft gebrainwashed, das Ganze sehr übergriffig wirkt, so wie ihre Familie agiert. Also ich kann das von ihrer Perspektive auch schon verstehen, dass sie sich da bedrängt fühlt. Aber ich kann halt auch die Sorge der Familie verstehen, denn alles, was man halt in dieser Doku gesehen hat, ist wirklich, wirklich beängstigend. Im Jahr 2020 fuhr ich nach Michigan, um meine Familie zu Weihnachten zu besuchen. Mein Opa wurde aufgrund von medizinischen Problemen ins Krankenhaus gebracht. Wir bekamen einen Anruf, dass er nur noch kurze Zeit zu leben hätte. Melanie und ich fuhren zum Krankenhaus, um uns von ihm zu verabschieden. Bevor wir das Krankenhaus betraten, begann ich im Auto für unseren Opa zu beten und Melanie wurde beleidigt und wütend auf mich und sagte mir, ich solle aufhören und niemals in ihrer Nähe beten. Unser
Opa ist an diesem Tag verstorben. Etwa 1,5 Monate später waren Melanie und ich in L.A. auf dem Weg zurück nach Michigan zur Beerdigung unseres Opas. Ich war mit meiner Familie an einem Punkt, an dem ich das Gefühl hatte, schikaniert zu werden. Meine Eltern und meine Schwester sind nicht religiös und sie nannten es sofort eine Sekte, als ich 2x pro Woche in die Kirche gegangen bin. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zur Beerdigung zurückkäme, würden sie versuchen, mich dort zu behalten und mich nicht nach L.A. zurückkehren lassen. Also teilte ich meiner Familie mit, dass ich nicht nach Michigan gehen würde und dass ich bei James einziehen und mit ihm ein neues Leben beginnen wollte. Um es einfach auszudrücken, ich wollte zu dieser Zeit nicht in ihrer Nähe sein, weil ich mich von ihm bedroht fühlte. In den letzten Jahren habe ich mich mit ihnen getroffen, um alles wieder gut zu machen, weiterzumachen und die Dinge als Familie zu regeln. Dieser Dokumentarfilm hat eine weitere Herausforderung zwischen uns geschaffen, während ich daran arbeite, diesen öffentlichen Angriff zu überwinden. Niemand mag es, als gehirngewaschene, nicht selbstbestimmte, vom Menschenhandel betroffene Tochter/Schwester dargestellt zu werden, wenn das nicht der Wahrheit entspricht. Ich möchte hinzufügen, dass ich es vorgezogen hätte, dass die Umstände meiner Familie privat bleiben. Ich bin gezwungen und ich habe das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe, als mich wegen all dem zu verteidigen. Ich kann niemanden überzeugen, irgendetwas zu glauben. Ich bin nur eine Frau, die versucht, ihr Leben zu leben. Ich bin kein Opfer, ich bin nicht in Gefahr, ich werde nicht missbraucht. Ich habe nie meine Familie oder jemand anderen gebeten, mir in irgendeiner Weise zu helfen. An der Stelle will ich einmal hinzufügen, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Livestream dann veröffentlicht wurde von den Wilkings, in der Doku impliziert wird, dass Robert die Strategie gewechselt hatte und oberflächlichen Kontakt zwischen den Sektenmitgliedern und ihren Familien erlaubt hat, quasi als Schadensbegrenzung oder PR, sodass man halt in der Öffentlichkeit auf den Social Media Accounts zum Beispiel gesehen hat, dass die Wilkings sich wieder mit Miranda treffen. Die Eltern und Melanie beschreiben aber, dass der Kontakt immer sehr, sehr oberflächlich war und dass halt viel quasi für Social Media gestellt wurde. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Habt ihr die Doku gesehen? Wenn nein, schaut sie euch auf jeden Fall an. Wirkt das auf euch wie eine Sekte? Wie würdet ihr reagieren, wenn euch das in der Familie passiert? Ja, ich muss sagen, für mich war das wirklich ein extrem auffühlender Fall und auch ein auffühlendes Video und ich habe am Ende der Doku wirklich geweint und es passiert mir nicht oft. Und damit bis zum nächsten Mal.